Also wir sind hier in der Franz-Marx-Schule und Theodor-Andresen-Schule in der Turnhalle und hier macht die Zwergenstube Düsseldorf fünfmal die Woche am Nachmittag Bewegungskurse für Kinder. Wir haben die ganz kleinen, das ist von 1,5 bis 2,5. Und dann gibt es Kurse, die fangen dann ab 2,5 an und gehen bis zu 4 Jahren. Und maximal haben wir Bewegungskurse für Kinder bis 5 Jahre. Also wir machen immer erst ein Aufwärmprogramm, dass die Kinder einmal sich richtig austoben können. Die Halle ist ja zweigeteilt, das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, erstmal auf der einen Seite zu agieren. Ja, also das ist immer das Highlight. Wenn die Wand hochgeht, ist das für die Kinder wirklich jedes Mal eine Überraschung. Wir machen ja jede Woche eine andere Bewegungslandschaft. Das heißt, die wissen schon ganz genau, also die schon länger dabei sind, wissen, was passiert und staunen dann immer und können es natürlich kaum abwarten, auf die andere Seite zu kommen, um dort natürlich dann alles zu erkunden und freuen sich auf die Rollenrutsche. Die haben immer ganz große Augen. Wir zählen halt immer, dass die Wand hoch genug ist und sobald die Wand hoch genug ist, dürfen die losrennen und das ist jedes Mal eine Freude. Also insbesondere geht es natürlich darum, dass die motorischen Fähigkeiten spielerisch ausgebaut werden. Es ist natürlich auch für das Sozialverhalten der Kinder wichtig und es gibt noch ganz viele andere Aspekte, weswegen wir so früh auch anfangen. Ja, die Kinder sind einfach letztendlich ausgeglichener auch. Ja. Man merkt einfach, dass sie Kraft und Ausdauer haben. Die Konzentrationsfähigkeit wird mehr und ja, sie bekommen einfach etwas mit auf den Weg und das mit ganz viel Freude und Spaß.